Alle 24 Stunden kommt die 20-Uhr-Folge. Der Dönitz ist am Start und sorgt für gute Laune. Manchmal sind wir alle etwas angepisst vom Spiel. Doch am Ende des Tages lieben wir FIFA Mobile. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Folge. Seid gespannt, was der Dönitz vorbereitet hat. Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einer neuen 20-Uhr-Folge. Willkommen zu FIFA 21 Mobile. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wenn ihr gerade hier diese 20-Uhr-Folge guckt, dass vielleicht das Advents-Event draußen ist, also das Weihnachts-Event, das Freeze-Event. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass Division Rivals und Co. nicht funktioniert und das irgendwas zu tun hat mit dem neuen Event. Aber das würde ja meine Theorie wieder sprengen, sage ich mal, mit dem Harvest-Fest. Das Harvest-Fest läuft noch 3 Tage. Also jetzt um 20 Uhr, wenn ihr in FIFA Mobile reingeht, steht da noch 2 Tage da. Deswegen habe ich eigentlich gedacht, ja, das neue Event kommt Donnerstagabend. Dann würde EA zwar die ersten 3 Adventstürchen verpennen, aber wir wissen, EA hängt so mit einigen Dingen so ein bisschen hinterher. Ein Draft-Modus wäre auch noch geil, Frank. Ist ja auch egal. Ihr habt es gesehen, ich kann heute keinen Versus-Angriff spielen. Ich kann kein 1 gegen 1 spielen. Ich kann Division Rivals gar nicht spielen. Ich glaube, ihr könnt es auch nicht, ne? Weil mich haben auch so viele Nachrichten erreicht. Bei Instagram private Nachricht oder Instagram Stories wurde ich sogar markiert. Dönitz, weißt du, warum ich nicht Versus-Angriff spielen kann? Ich weiß es auch nicht, Mann. Ich weiß es auch nicht. EA sagt, sie melden sich in den nächsten Wochen, oder nicht Wochen, in den nächsten Tagen. Und ich glaube, mit dem nächsten Update hieß es. Mit dem nächsten Update funktioniert wieder alles. Ja, die Frage ist, mit welchem Update funktioniert wieder alles? Jetzt hier um 20 Uhr? Oder wenn ein neues Event reingepatcht wird? Und wichtig, Jungs, ganz, ganz wichtig. Ich habe heute den FIFA Mobile Adventskalender hochgeladen. Den gibt es jetzt jeden Tag um 6. Jeden Tag um 6 Uhr. Nicht um 18 Uhr, um 6 Uhr. Direkt frühs, wenn ihr aufsteht, könnt ihr euch direkt den FIFA Mobile Adventskalender gönnen. Entweder ja direkt vor der Schule oder ihr guckt euch den Adventskalender im Bus an oder in der Schule, da hat man ja auch ab und zu mal ein paar Zeit, ne? In der langweiligen Mathestunde einfach mal schön den FIFA Mobile Adventskalender reinziehen. Huch. Ne, Mathe müsst ihr aufpassen. Mathe ist wichtig. Ganz klare Sache. Leute, wir werden heute reingehen. Champions League Event. Ich wollte nicht schon wieder Champions League Packs öffnen. Aber das ganz große Aber ist, ich habe 150 Punkte, deswegen öffne ich jetzt eins. Leute, ich öffne eins. Und ich mache heute das Liga-Turnierspiel, glaube ich. Ich habe gestern noch Spezialpartien abends gedaddelt im Dings im Bett und habe halt hier alles gemacht. Ah, 50 Gruppenpunkte kann ich mir noch abholen hier. Können wir damit vielleicht einen Fahrtweg lang gehen? 125. Da, zack. 105. Nein, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Gefettfingert. Ich wollte doch nicht zu Corona oder Jimenez. Ich wollte zu Dembélé. Och, ich bin lost, Digga. Ey, jetzt muss ich mir, ja, aber Jimenez 2-5, da komme ich doch niemals hin. Jetzt habe ich mir Erfahrungspunkte abgeholt, die ich eigentlich gar nicht abholen wollte. Perfekt, danke. Danke, Dönitz. Stark, Dönitz. Hier, der ist schuld, der Fettfinger. Okay, wir gehen rein in die Spielerkiste. Ein Pack gibt es heute. Guckt euch gerne den Adventskalender an, weil da, ich werde jetzt nicht jeden Tag im Adventskalender Packs öffnen. Ab und zu mal natürlich. Klar, jetzt direkt beim Adventskalender Event oder beim Fuß-Event. Ich hoffe, dass da geile Packs kommen, dass wir da auch ein paar Packs im Adventskalender öffnen können. Und natürlich Teams bewerten, Challenges wird es geben. Also lasst euch mal überraschen, was morgen direkt um 6 Uhr am Start sein wird. Huch, jetzt hätte ich hier fast meine Brille vom Kopf gehauen. Okay, dann schauen wir mal, ob wir jetzt Packler haben, ne? 100 Punkte raushauen, die ich ja quasi gratis bekommen habe durch das Event und durch die täglichen Anmeldebonis Gedönse. Jawohl, Emil Forsberg! Emil Forsberg, 84, jawohl! Geil, Mann, 84er Emilchen. Ich wollte gerade überlegen, könnte ich den, aber ich habe ja Haaland im Sturm, deswegen macht es keinen Sinn. Und der Markt ist ja, irgendwas war mit dem Markt auch, der war doch auch kurzzeitig nicht da. Forsberg ist wahrscheinlich nichts mehr wert. Ja.
Aber 84 ist trotzdem besser als ein 80er, lul. Das war wieder eine Weisheit. Den nächsten großen Spross kann ich hier auch abholen. Münzen, Skillboost oder... Ja, natürlich. Skillboost-Karten. Skillboost-Karten und Dönitz sind ganz klar... So, sind ganz klar so. Was anderes geht gar nicht. Wie viel bringt denn eigentlich noch ein Halstenberg oder einen Tadic? Weil ich bin mir gerade am, ich bin gerade am überlegen. Weil so viele Dinger fehlen gar nicht mehr, so viele fest. Ah, nichts. Hier 92, aber da ist er schon trotzdem gekommen. So viele Punkte fehlen gar nicht mehr bis zu dem Tadic. 5 Millionen, 4,6. Ja, aber 4,5 ist mir schon zu wenig, um jetzt hier nochmal das Free-to-Play-Konto aufzumachen. Lul. Halstenberg. Bringt gefühlt ein bisschen mehr. Aber wenn ich den Preis einstellen würde, würde ich wahrscheinlich auch bei dem identischen Jahr 4,6, okay. Hm. Okay, dann heißt es, wir werden heute... Funktioniert das? Jungs, funktioniert das wahrscheinlich, ne? Wenigstens kann ich jetzt hier gegen die Liga spielen. Wir sind mit unserer PaxTrader-Liga. Die heißt PaxTrader Army, heißt unsere Liga. Wir sind da einfach auf Platz 1452 und das finde ich schon richtig, richtig geil. Ihr müsst euch mal vorstellen, wie viele Ligen es insgesamt auf der Welt gibt und wir sind einfach in fast der Top 1000 drin. Hier steht Rang 1052. Keine Ahnung warum. Dieses Liga-Turnierspielchen können wir auf jeden Fall auch noch gewinnen. Wenn jetzt alle anderen hier noch in den letzten 3 Stunden zocken und ich gucke gerade, gegen wen ich spiele, 102... 103, Basti, 111, ja moinski, Sammy, bleibt mal flauschig. Gegen Günni spiele ich nicht, der hat schon Spiele. Gegen Twix, auch nicht. Dann spiele ich gegen Basti oder gegen Niki. Ach komm, ich spiele gegen Niki. Ich spiele gegen Niki ganz unten. Dann schauen wir mal, wie viele Tore ich jetzt gegen Niki mache. Hä? Als ob jetzt mein Zug beendet worden ist. Was ist das denn? Jetzt habe ich nur noch 2 Spiele oder was? Ja, moinski! Nochmal. Das ist unfassbar, Alter. Ja toll, jetzt komme ich ja... Also es wäre noch gut, wenn ich auf 40 Tore komme. In jedem Spiel 20 muss ich machen. In jedem Zug. Aber so einfach ist es jetzt nicht gegen einen 103, 102er. Ich habe schon wieder vergessen, wie viel der Niki hat hier. Komm, Becker, geh vorbei. Becker, Bartsteger, 2-0. Irgendwie denke ich bei Becker immer an Alisson Becker automatisch. Ihr auch? Huch. Schweinsteiger. Basti, Fantasti mit dem dritten. Wie viele Tore macht ihr immer so durchschnittlich? Ich versuche immer so 20 Tore zu machen. Wenn man das hochrechnet, ist man dann bei 60 Toren. Und 60 Tore für so einen Ligazug ist schon sehr, sehr gut. Meiner Meinung nach. Und hier Thema Becker nochmal. Freitag, Leute, Freitag, Hertha gegen Union Berlin. Ich bin jetzt schon, normalerweise bin ich ja eigentlich am Anfang jeder neuen Woche bin ich schon ein bisschen aufgeregt fürs Wochenende. Aber an diesem Wochenende bin ich, oder an Anfang dieser Woche bin ich noch mehr aufgeregt. Hertha gegen Union, das Berliner Derby. Das wird absolut geil. Und wie ich hier gerade spiele, ist halt absolut nicht geil. Was mache ich denn hier, Junge? Ach ja, er hält ihn. Ja, danke Haaland. Erling Haaland. Erling Haaland. Erling Haaland. Morgen gibt es übrigens auch wieder ein Quiz, wo ich hier gerade Erling Haaland sage. Morgen, es gibt jetzt 10 Tage so ein Wer bin ich Quiz, sage ich mal am Anfang des Videos mit meiner Gesangskunst mit Jingle Bells. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell, Bing, 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 Bing. 9-0. Auf 20 Tore werde ich wohl wahrscheinlich nicht mehr kommen, weil der Keeper hat hier auch seine Griffel überall im Spiel, Mann. Der hält so viele Bälle. Ich kann mich glücklich schätzen, wenn ich auf 30 Tore wahrscheinlich komme hier. Also nicht in diesem Spiel, sondern insgesamt auf 30. Dann bräuchte ich jetzt hier noch 4. 4 Tore in 10 Minuten ist machbar. Aber nicht, wenn der Keeper jeden Ball hält. Mann, komm Philipp, bring eine schöne Ecke. Komm. Goretzka, das kostet so viel Zeit, das kostet so viel Zeit. Ich schaffe nicht mal 15 Tore. Ich schaffe hier nicht mal 15 Tore. Was ist das? Was ist das? Meine Hände sind auch wieder kalt, ne? Meine Hände sind eigentlich immer kalt. Ich bin ein Typ, der immer... Ein Mensch, der sehr, sehr kalte Hände von
von Haus aus hat oder von... Ich habe immer kalte Hände. Egal wie, was, wo, wann. Ich habe immer kalte Hände. Und ich schaffe wirklich noch, Leute, ich schaffe wirklich noch die 15 Tore, obwohl ich eigentlich so viel verkackt habe. 15 Tore ist gut. Jetzt nicht sehr gut, aber ist gut. So, und das gleiche nochmal gegen Niki. Mal schauen, wie viele Tore ich, ja, jetzt schaffen kann. Als ob ich jetzt hier im zweiten Spiel noch weniger Tore mache. Das sehe ich ja jetzt erst, er hat einen Ferdinand hinten drin. Junge, 11 Tore. Unglaublich, Haaland, danke. Komme ich wieder genau auf 15, irgendwie habe ich das Gefühl. Becker, jawohl, 2 Tore, 3 Minuten, tolle Chance. Kommt drauf an, welche Gelegenheit wir jetzt bekommen. Erling Haaland, komm, 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 komm. Ich kann genau wieder und ich schaffe es wieder ganz genau. Oh nee, noch nicht. Ich mache ein Tor mehr oder wie? Oder wie oder was? Ich mache genau ein Tor mehr, 31. Und das, Leute, das passt einfach im Komplettpaket, passt das zusammen. Weil EA hat den 31er-Move gemacht, dass ich hier nur 2 Züge spielen konnte. Weil sie haben mich einfach rausgeschmissen. Ich habe ja nichts dagegen, dass sie mich rausschmeißen. Alles kein Problem. Aber wieso kann ich denn nicht den dritten Zug spielen? Ich wurde rausgeschmissen, EA. Das ist frech. Und damit bedanke ich mich hier heute fürs Zuschauen der heutigen 20 Uhr Folge. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns natürlich morgen um 6 Uhr wieder. Und wenn alles morgen normal läuft, gibt es eventuell morgen Mittwoch, eventuell um 19 Uhr auch noch ein Video. Also morgen vielleicht 3 Videos. Fakt ist, Adventskalender 6 Uhr und um 20 Uhr die 20 Uhr Folge. Und Donnerstag bin ich dann auch live, ne? Wenn Donnerstag das Adventskalender Video, Freeze Event, jetzt bin ich richtig. Das Freeze Event online kommen wird, das wird ja höchstwahrscheinlich Donnerstagabend kommen. Leute, ich bedanke mich, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüssi.